Human Design, wer bist du? Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Video. Heute mal wieder ein bereichsübergreifendes Video, weil es geht nicht nur darum, wer du bist, sondern auch vor allem, welche Energie und Frequenz möchtest du in das Kollektiv einfließen lassen. Das war letztes Mal ein Thema, das ich schon in einem Blogbeitrag aufgegriffen habe, aber ich möchte jetzt hier auch noch ein Video dazu drehen, weil ich finde, dass es ein ganz, ganz wichtiges Thema ist. Beginnen wir mal, wer bist du? Also wer du bist, das zeigt dir Human Design. Wobei, stimmt nicht ganz, weil eigentlich zeigt dir dein Chart in Human Design eigentlich nur deine Veranlagung, aber nicht, wer du bist. Weil es zeigt dir eben, wer du sein könntest, wenn du deine Veranlagung leben würdest. Das heißt aber nicht, nur weil du dein Chart kennst, dass du auch genauso bist, wie es dein Chart zeigt, sondern eben, das wäre das, was jetzt deine Veranlagung wäre, wenn du es wirklich zulässt. Und dann geht es darum, was bist du? Eben dieses, welche Energie und Frequenz möchtest du in das Kollektiv einfließen lassen? Und dabei geht es dann eben darum, die Veranlagung nach Human Design ist eben die Grundlage. Das, was du in diese Inkarnation mitgebracht hast. Aber was du daraus machst, liegt nur an dir. Klar, kommt auch noch dazu an deinen Konditionierungen, an deinem Umfeld. Aber im Prinzip ist es deine aktuelle Einstellung zu allem. Zu allen Menschen, zu allem, was rund um dich passiert, was außerhalb von deinem Einflussbereich geschieht und was auch immer. Also das ist jetzt so das, was, auch wenn zwei Menschen das komplett idente Chart haben, trotzdem sie ganz und grundlegend verschieden sein können. Das heißt, das, was du draus magst, das kannst du verändern. Deine Veranlagung an sich kannst du nicht verändern. Aber eben das, was du daraus magst, aus deiner Veranlagung, aus deinen Fähigkeiten, aus deinen Erkenntnissen, Erfahrungen, all das kannst du verändern. Nochmal ganz deutlich und in Großbuchstaben, deine Veranlagung ist fix. Aber was du daraus magst, liegt an dir. Und genau darum geht es mir heute in diesem Video eben, das wirklich ganz detailliert auch noch aufzuzeigen oder wirklich immer und immer wieder dir vor Augen zu halten. Du hast deine Veranlagung nach Human Design. Du hast dein Chart, deine Körpergrafik. Und das ist die Basis für dein Leben. Darauf baut aber noch auf die ganzen Herausforderungen der Zyklen, der Solare und, und. Und du wirst zusätzlich noch beeinflusst von anderen Menschen und durch die Transite. Das heißt, die anderen Menschen, auch hier wieder Unterschiede. Möglicherweise wirst du im Privatbereich anders beeinflusst als im Job und auch noch im Freundeskreis. Das heißt, es kann jetzt sein, je mehr weiße Zentren du hast, je mehr du nicht definiert bist, desto mehr wirst du durch alle anderen beeinflusst. Andere Menschen beeinflussen dich natürlich stärker und länger als Transite. Also Transite, die Langläufer, beeinflussen uns auch lange. Aber Transite, wenn es jetzt eben nicht diese ganzen Langläuferplaneten sind, die teilweise auch ein Jahr in einem Tor bleiben, dann beeinflussen die dich nicht so stark, als wie wenn du jetzt zum Beispiel 10 Jahre mit deiner Familie zusammen bist. Wenn du weißt, was ich jetzt genau meine. Also reale Menschen in deinem Umfeld, mit denen du immer wieder in Verbindung stehst, in Kontakt stehst, wirklich in deren Aura dich befindest oder eben umgekehrt die in deiner Aura, die beeinflussen dich natürlich auf Dauer stärker, als es Transite können. Und dann haben wir eben auf der anderen Seite die Persönlichkeitsentwicklung, eben die Entwicklung der Persönlichkeit. Und dabei gibt es jetzt zahlreiche Faktoren. Also was du jetzt aus dieser Veranlagung machst, ich habe nur ein paar wenige aufgeführt, zum Beispiel eben, wie siehst du
die Welt? Wie siehst du die Menschheit? Siehst du sie eher schwarz oder weiß? Und möglicherweise auch schwarz-weiß oder farbig. Also es unterscheidet sich jetzt nicht nur in schwarz oder weiß, sondern unabhängig von diesem Schwarz-Weiß könnte es dann auch noch farbig sein. Und wenn es farbig ist, könnte es dezent sein oder Neon. Also so richtig grelle Farben. Also du siehst, hier gibt es tausende Schattierungen zwischen, ich sehe etwas schwarz oder weiß, beziehungsweise dann schwarz und weiß oder eben farbig. Also allein von diesem Schwarz-Weiß-Denken her gibt es noch unzählige Varianten, was auch noch so ein Hauptkriterium ist bei diesen Faktoren, die da mitspielen, ist eben Mangel oder Fülle. Bist du eher im Mangel beheimatet oder in der Fülle? Das heißt, siehst du immer nur das, was dich behindert, dich zu entfalten? Oder siehst du die Fülle, die dir zur Verfügung steht? Beziehungsweise hier kann auch sein, dass du zu viel Fülle dann auch siehst, dass du glaubst, es ist alles möglich, und dich dadurch selbst wieder behinderst und einschränkst, weil du glaubst, dass wirklich alles für alle möglich ist. Also, wenn du schon mal Video oder Blogbeitrag von mir, also das Video gesehen hast oder Blogbeitrag von mir gelesen hast, dann wirst du wissen, dass ich sage, nein, nicht jeder kann alles. Es gibt psychische und physische Einschränkungen, die manche Dinge bei manchen Menschen behindern. Aber wir können zum Beispiel vom Mangel in die Fülle switchen. Auch wenn da irgendwelche Hindernisse auf dem Weg zu finden sind. Und dann, was auch noch so ein großes Thema ist, ist eben Opfer, Täter, Retter. Das heißt, bist du entweder auf dieser Schiene Opfer, Täter, Retter oder eher in dieser Muse, Macher, Mentor. Das heißt, ich muss jetzt nicht Opfer sein, ich kann genauso gut Muse sein, um eben jetzt nicht unbedingt andere Menschen zu küssen, aber eben das zu bereichern, Lösungen zu finden. Oder man steckt im Opferdasein drinnen. Das heißt, das sind so sind meistens diese Einschränkungen, dieses im Opfermodus verhaftet sein, im Mangel feststecken und dann noch schwarz-weiß sehen. Eben jetzt, alle, die jetzt nicht gut sind, sind böse, aber diese ganzen Nuancen der Farben nicht wahrzunehmen, sondern eben es ist entweder so oder so. Also das sind nur so ein paar Themen, die ich anregen möchte, dir das mal zu hinterfragen, wo du da stehst. Und wie da auch geschrieben, es gibt noch viele andere Thematiken und Faktoren, die da jetzt mit reinspielen, wie du deine Veranlagung gemäß Human Design auslebst. Die Frage hatte ich mal gestellt, wo ich dann unterschiedlichste Reaktionen drauf bekommen habe. Die Frage, die ich jetzt auch dir stellen möchte, hier und jetzt, möchtest du das, wer oder was du jetzt bist, also dass das, was du jetzt bist, als Grundlage für die gesamte Menschheit gilt? Möchtest du das, wer und was du jetzt bist, als Grundlage für die gesamte Menschheit haben? Wenn alle Menschen so eine Einstellung hätten wie du jetzt, würdest du das wollen? Ja, ich weiß, du bist nur einer von mehreren Milliarden, genauso wie ich. Aber es geht um alle und es geht um alles. Denn jede und jeder Einzelne von uns kann eben trotzdem etwas verändern. Und je mehr Menschen das Gleiche wollen, desto eher wird alles so werden, wie wir es gerne haben wollen oder wollen würden. An dieser Stelle eine Buchempfehlung, und zwar Mysterio von Ella Kensington. Ella Kensington ist so ein Trainerteam, welches einige Bücher geschrieben hat. Das bekannteste ist Mere. Das ist eher so NLP-Richtung. Und Mysterio geht davon aus, dass alles, was du jetzt gerade denkst und glaubst, real werden kann. Also es ist, ich weiß jetzt gar nicht mehr, es ist ein Spiel oder es ist irgendeine Aufgabenstellung. Und dabei geht es darum, wenn 144.000 Menschen das Gleiche, in die gleiche Richtung
denken oder sich entwickeln würden, dann kann das System kippen und es kann entweder eben besser werden oder schlechter werden. Ich weiß jetzt auch nicht, ob das jetzt irgendeine übertragene Zahl von irgendwoher ist oder ob es eine fiktive Zahl war. Ich habe es damals eben nur gemerkt, diese 144.000 haben mich irgendwie fasziniert. Und bei diesem Buch Mysterio geht es eben darum, dass sobald 144.000 Menschen in die gleiche Richtung sich entwickeln, dass dann das ganze System in diese Richtung kippt. Und da kommt es eben darauf an, ist das jetzt positiv oder ist es negativ für die gesamte Menschheit an sich. Und für mich ist das, was ich hier jetzt auch gesagt habe, eben genau in diese Richtung. Ich möchte gerne, dass du mal der Möglichkeit eine Chance gibst, dass wirklich auch dein einzelner, also dein Beitrag als einzelner kleiner Mensch in Milliarden anderer Menschen, dass du etwas davon dazu beitragen kannst, dass die Welt sich in die Richtung entwickelt, in der du sie gerne haben möchtest. Dazu ist es aber eben wichtig, dass du weißt, wer bist du, was bist du und wohin willst du und was willst du der Menschheit auch mitgeben. Wobei wollen ist zu wenig. Musst eben genau das leben, was du in die Welt geben möchtest. Und das ist möglicherweise auch die Schwierigkeit am Anfang, jetzt überhaupt zu wissen, was will ich reingeben. Und ich habe jetzt so eine kleine Aufgabe für dich. Und zwar, ich frage dich hier und jetzt, bist du glücklich? Also jetzt, im Hier und Jetzt, in dieser Sekunde, wo du dieses Video siehst, bist du glücklich? Nicht, was du mal sein möchtest oder was mal war oder überhaupt, sondern im Hier und Jetzt bist du glücklich und beantworte dir einfach diese Frage. Also es geht jetzt nicht darum, dass du das jetzt irgendwo kommentieren musst oder mitteilen sollst oder was auch immer, sondern setz dich mal wirklich in Ruhe hin und sag, okay, bist du in diesem Moment hier und jetzt bist du glücklich? Und falls die Antwort nein ist, dann überlege dir, was du bräuchtest, um glücklich zu sein. Um glücklich zu werden, um glücklich sein zu können, wie auch immer. Komm raus aus deinen Alltagsdramen und übernimm die Verantwortung für dein Leben. Denn eins weiß ich ganz mit Sicherheit, das, was du jetzt bist, ob du jetzt glücklich bist oder nicht glücklich bist, wer du bist, was du erreichen möchtest, ist die Summe dessen, was du bisher gedacht und gelebt hast. Vor allem gelebt hast. Und wenn du jetzt, hier und jetzt die Verantwortung für dein Leben übernimmst, dann kannst du all das verändern, was sich nicht mehr gut anfühlt. Und ganz wichtig ist eben, aus den Alltagsdramen rauszukommen. Das heißt, Alltagsdrama beruht ja oftmals auch darauf, dass Menschen glauben, sie können nichts verändern, eben weil sie nur eine Person von Milliarden anderer sind. Aber wir können alle etwas verändern. Wir können unsere persönliche Einstellung verändern, wenn wir eben auch wirklich das anerkennen und zulassen, dass ich jetzt zum Beispiel sage, so wie es mir jetzt in diesem Moment geht, ist das Ergebnis dessen, was ich bisher gemacht habe, gedacht habe, wie ich bisher gelebt habe. Und ich kann hier und jetzt, kann ich alles verändern, was jetzt eben in meinem Einflussbereich liegt. Und ich habe eine kleine Übung für dich auch jetzt eben noch vorbereitet, zusätzlich zu dieser Frage, von wegen bist du glücklich, nämlich mach dir zwei Listen. Also nimm dir zwei Blätter Papier und mach dir zwei Listen, und zwar eine Liste, alles, was dich jetzt schon glücklich macht oder was dich irgendwann einmal glücklich gemacht hat. Das heißt, die kannst du zum Beispiel eben Glücksliste nennen. Und die zweite Liste ist alles, was du noch bräuchtest, um glücklich zu sein oder zu werden. Das heißt, schreib dir wirklich eine Liste, wo du sagst, okay, das macht mich glücklich. Da war ich mal glücklich, schreib dir diese ganzen Szenen auf und auf die zweite Liste schreib das auf, was du noch bräuchtest, um glücklich zu sein, zu werden, beziehungsweise noch glücklicher zu sein oder zu werden.
und vervollständige diese Liste über eine ganze Woche hinweg. Das heißt, immer wenn dir irgendetwas noch dazu einfällt, zu einer der beiden Listen, dann schreib dir das zusätzlich noch auf. Das heißt, vervollständige die Liste in einer Woche oder kannst dir auch 14 Tage Zeit nehmen und sag, okay, ich habe jetzt diese beiden Listen und mit denen arbeite ich jetzt mal. Und du kannst zum Beispiel an dieser Stelle jetzt auch das Video stoppen und dann in einer Woche oder in zwei Wochen dann den nächsten Schritt machen oder du schaust dir den nächsten Schritt gleich an. Ich würde dir empfehlen, wenn du noch nicht viel mit Persönlichkeitsentwicklung getan hast, dass du hier jetzt wirklich an dieser Stelle stoppst und dann in ein oder zwei Wochen wiederkommst und an dieser Stelle weitermachst. Und zwar lasse ich dir jetzt die Zeit, wirklich das Video zu stoppen. Und wenn du dann zurückkommst, nimm dir die Liste her mit dem, was du bräuchtest. Also die Liste, was dich jetzt schon glücklich macht oder glücklich gemacht hat, die kannst du immer wieder anschauen, wenn es dir nicht so gut geht, wenn deine Energie oder deine Frequenz jetzt etwas absinkt, dass du sagst, okay, du lest dir diese Liste durch, was macht dich glücklich oder du nimmst dann irgendetwas von dem, was da draufsteht, um dich wieder in gute Stimmung zu versetzen. Bei mir ist es oftmals eben Musik, dass ich habe auf YouTube eine eigene Playlist für mich mit Musik, die mir wieder, wo meine Stimmung sich hebt durch diese Musik. Es können Farben sein, es kann ein Spaziergang sein, es kann gutes Essen sein, was auch immer. Das heißt, diese Liste mit was macht dich glücklich, die kannst du auch noch weiterführen und immer wieder was dazu schreiben und dies zum Nachlesen, wenn du einen Energieschub brauchst. Und worum es hier jetzt geht noch, ist dieser Realitätscheck und dass eben diese Liste, was du bräuchtest, um noch glücklicher zu werden, die nimmst du dir jetzt her und dann streichst du alles raus, was nicht durch dich zu verändern ist, was nicht in deinem Einflussbereich liegt, egal ob das jetzt materielles ist oder immaterielles ist. Weil das, was du nicht verändern kannst, das kannst du nicht verändern. Und dann nutzt dir deine ganze Eigenverantwortung nicht. Wenn du jetzt zum Beispiel da stehen hast, du willst jetzt weniger Steuern zahlen, das kannst du nicht beeinflussen. Was du beeinflussen kannst, ist deine Einstellung zum Steuern zahlen. Aber was jetzt wirklich an Steuern zu zahlen ist, kannst du die nächsten 20, 30, 40, 50 Jahre dich beschweren und im Opfermodus stecken bleiben? Oder du sagst, du änderst deine Einstellung, drehst das irgendwie um, dass du eben klarkommst damit, dass es dich jetzt nicht belastet. Aber alles das, was du eben nicht selbst beeinflussen kannst, und das ist eben alles, was jetzt mit Politik oder mit Gesundheitssystem oder so zusammenhängt, jetzt die Dinge, die von außen kommen, die kannst du nicht verändern. Und die streichst du alle raus. Die streichst du jetzt ganz brutal einfach alle raus. Und es kann sein, dass das jetzt mehr als die Hälfte ist oder sogar fast die ganze Liste. Wenn du jetzt in dieser Liste, was du bräuchtest, nur Dinge draufstehen hast, die du nicht selbst erreichen kannst, die, wo du nicht selbst etwas verändern kannst, dann wird es Zeit, dich noch intensiver mit dir selbst zu beschäftigen und mit dem, was du wirklich gerne hättest. Wenn du sagst, alles, was da drauf steht, kannst du selbst verändern, dann ist es voll super und dann bleibt dir eigentlich nur übrig, dass du eben das, was übrig bleibt, auch wirklich veränderst. Also das, was du selbst verändern kannst, das mach einfach, das verändere und dann sei einfach glücklich oder noch glücklicher, als du es bisher bist. Das war jetzt so eine kurze Übung und ich bedanke mich fürs Dabeisein. Ich freue mich über einen Daumen hoch, wenn es dir gefallen hat oder ein Abo und oder ein Abo des Kanals. Und wir sehen uns demnächst wieder. Ciao, Baba, bis demnächst.